gar nicht, was ich draußen haben soll. Lapislazuli ist das übrigens. So, und dann gleich direkt in einem trocken, nüchternen Ton Pistole. Ist schon scheiße bei mir. Irgendeine Angewohnheit. So, das ist übrigens Lehm. Davon habe ich auch noch genug. Ich hab mal nicht gezählt. Oh, Kakteen. Linke Maustaste funktioniert alles. Ich habe mir übrigens auch mal manchmal meinen Minenwagen zerschossen dadurch. Ich hab erstmal. Ah, nicht Glas. Glas ist zu wertvoll. Lapislazuli. LL. Jump. Haha, ich hab Schaden gekriegt. Hurra, hurra. Sollte man eigentlich nicht fein, aber okay. So, hier geht's fein, ganz toll durch. So, nehme ich mal mit. Kann ich ein bisschen enjoyen. Entspannen. Ah ja, es geht hier im Kreis. So, das ist das nächste, was ich euch zeige. Den Weg dorthin. Nur ich habe keinen Bock, den zu fies, zu Fuß, zu Fass zu laufen. Naja, es geht hier runter. Es geht hier lang. Es geht hier lang. Ja, ja, ja. Gleich sind wir angekommen. So, hier ist der zweite Weg. Und da ist der Mob-Spawner. Tja. Pech muss man haben. Besonders bei einem oder beziehungsweise gerade eben 3 Frames per Second. So, jetzt muss ich ganz schnell sein. Und ich war schnell genug. Ich hätte auch einfach später aussteigen können, aber das wäre zu einfach. Zum Strandhaus. Da habe ich mir Mühe gegeben. Nicht gerade wenig. Also ich hoffe, ihr wisst das zu schätzen. So, warum das jetzt so scheiße hier unten aussieht, ist der Grund, weil ich hier meistens um Kurven gehe. Und dann wären diese Minenwagen zu sehr versetzt, dass der nicht mehr beschleunigen würde. Ich würde nicht am Ziel ankommen und das ist ganz schön bitter. Gott, ey, wie lange ist es her, dass ich meine letzte Show gemacht habe und Let's Play oder sowas. Schon einiges. Naja, da kommt der Minenwagen wieder an. Es geht hier weiter und weiter und weiter und weiter. So, jetzt sieht hier ganz, ganz angenehm aus. Naja, eigentlich nicht. Das muss ich sagen, der Tunnel war der unproblematischste, den ich je gebaut habe. Oh, Deutsch ist nicht meine Sprache. Java und PHP sind einfacher, beziehungsweise HTML, CSS, scheißegal, nur nicht Deutsch. Aber okay, so, ich steige jetzt schon mal eine Station früher aus. So, ich habe natürlich wieder mit meiner rechten Touchpad-Maustaste gemacht. So, hier geht's hoch, wenn ich jetzt nicht wieder rausgeschwemmt werden würde. Und naja, ich wollte das Ganze unauffällig anlegen, damit das wirklich nicht einfach so scheiße aussieht, wenn da irgendeine Treppe oder sowas im Haus rumläuft. So. Hier kommen wir direkt neben meinem Strandhaus raus, da habe ich so ein paar Gemälde. Hier seht ihr diese Linie. Das ist übrigens eine ganz coole Technik hier, die ich gesehen habe. Hier spawnen die ganzen Viecher drauf, weil es hier hoch genug ist. Oh, ich hätte mal ein Boot rausfahren sollen, Boot bereitlegen können. Naja, besonders diese Insel hier, da spawnen Viecher drauf und sind äußerst schlau. Laufen hier schön mal rein. Ich mache das mal nur ganz kurz. Ich kriege ein bisschen Schaden. Wenn ich da länger dran stehen würde, würde ich anfangen zu brennen. So. Aber sie sind nicht so schlau, dass sie wieder hier ins Wasser reinlaufen. Das bedeutet also, sie gehen drauf, trocknen ihre Sachen hier umher. Ich brauche einmal am Tag hier vorbeikommen und kann mir die Sachen einsammeln. Sprich also kurz nach Tagesanbruch. Hier hinten seht ihr, ich habe auch noch was angelegt. Hier ist noch ein zweiter Baum. Das Dach besteht komplett aus Lapislazuli-Blöcken. Hier ist meine kleine Bucht, in der ich sonst mit dem Booten ausstarte. Das ist Fancy Stone aus dem Fancy Pack. Hier ein nettes Gemälde. Ich brauche euch gar nicht kommentieren, ja, da ich hier meistens halt alleine bin. Da ich nicht für einen Multiplayer was ausgelegt habe und diesen Multiplayer komplett vergrault wurde durch gewisse Leute, die sich Sachen aus anderen Truhen nehmen. Aber okay, so, hier bleibe ich schon sitzen. Keine Ahnung, das ist meine Jukebox, die will ich euch mal wieder befüllen. Hier, wenn ein Creeper von einem Skelett getötet wird, was auch so wahrscheinlich ist, was auch so häufig passiert, dann bekommt ihr eine Diskette, sage ich schon. Ich bin ja 1980 oder was. Naja, auf jeden Fall bekommt ihr eine CD. Diese CD könnt ihr hier einlegen und es wird Musik gespielt. Kleiner Ofen, Kamin. Das ist Glas. So, ich bin Hard Rock Heavy Metal Fan. Das Bild ist selbst erstellt, selbst generiert. Ach ja, so zum Vergleich, um diese Detailtiefe, dieses wirklich überwältigende Aussehen nochmal hervorzurücken. Das ist die Standardgröße eines Cursors von Microsoft. Wenn ihr jetzt diesen Teil abschneiden würdet,
Dann hättet ihr den Standard-Cursor, wenn ihr irgendwelche Buttons anklicken wollt. So. Aber okay, ich hab zu viel gelabert. So, falls ich nach einer schönen Partie des Schwimmens, des Arbeitens und so, setze ich mich manchmal an meinen Kamin hier. Aber hier ist mein schöner Schreibtisch. Ja, hier ist wieder ein Crafting-Table. Also, ich bin ein Stück verrutscht. So, hier geht's dann hoch. Ich habe das bewusst nur so ein bisschen gebaut. Ah, ist das nicht schön, so schön so 8-Bit-Musik zu haben, nebenbei. Naja, auf jeden Fall, hier ist dann mein kleines Vorratslager. Hier ist noch ein bisschen ein paar Blöcke auf Gold, die ich noch so gesammelt habe. Hier ist alles mögliche, Schienen, Boot, keine Ahnung. Ich hätte übrigens mal auf dem Hausdach noch so ein bisschen Holz rumliegen. Ah, scheiße, jetzt habe ich es gezeigt. Naja, aber egal. So, schön dann hier gucken. Habt ihr gerade eben alles nicht gesehen? Ach ja. Genau, ich gehe, glaube ich, erstmal hier hin. So, bewusst fange ich von hier an. So, hier habt ihr mein kleines Strändchen. Ach ja, nur so nebenbei, diese Insel ist nicht künstlich angelegt. Das ist alles naturbelassen. Das Einzige, was war, das ist keine Insel gewesen. Sprich, also ich habe mir mal, glaube ich, weiß ich, 100, 120 TNT oder so genommen und habe hier diese Insel ein wenig isoliert. Nicht politisch, sondern einfach schön alles weggesprengt. Hat einen ordentlichen Knall gegeben. Ich hätte es gerne aufgenommen, doch meine Festplatten waren voll.